Laut einem Industrie-Insider wird im nächsten Jahr das neue Mario Party 11 für die Nintendo Switch auf den Markt kommen. Mehr dazu erfahrt ihr jetzt. Los geht's! Marco Sellers, der mit seinen Aussagen bereits mehrmals richtig lag, will jetzt erfahren haben, dass sich Mario Party 11 für die Nintendo Switch in der Produktion befindet. Für die Entwicklung soll das Nintendo Studio NDCube verantwortlich sein. NDCube hat sich schon um viele Vorgänger wie Mario Party 10 für die Wii U oder Mario Party The Top 100 für den 3DS gekümmert. Laut Marco Sellers wird sich Mario Party 11 allerdings erst im Jahr 2019 auf den Markt trauen. Nintendo hat das Gerücht bisher noch nicht kommentiert, jedoch konnte Marcus bereits mehrere Male beweisen, dass seine Insider-Informationen stimmen. Ja Leute, da sind wir auch schon wieder am Ende. Wenn euch das Video geholfen hat, dann teilt es doch mit euren Freunden. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ansonsten war's das für heute. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal, ciao.